Dein Paulus ist ein besonderer. Das sehen wir nicht nur an den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern, sondern er ist auch ein besonderer für uns hier in der Kunststation, denn fast von Anfang an war er auch hier in der Kunststation mit dabei. Und so war es eigentlich selbstverständlich, zumal er als Künstler weiter gewirkt hat, dass wir ihm zu seinem 60. Geburtstag eine Ausstellung hier in der Kunststation bereiten. Bernd ist als Künstler, als bildender Künstler, als Kunstpädagoge, als Kunsttherapeut, als Gitarrist, als Sänger im Fuldaer Land eigentlich allen bekannt. Von Anfang an, das war ein Titel, den er sich für seine Ausstellung gewünscht hat. Und das liegt natürlich für einen Kurator auch schon etwas nahe, nämlich dass man dann doch so ein bisschen Retrospektive machen muss, obwohl ich finde, dass er noch gar nicht so alt dafür ist. Von Anfang an habe ich dann aber eben eigentlich zu wörtlich genommen, denn bei meinem ersten Atelierbesuch präsentierte er mir dieses Schreikind, was mich an meine Tochter erinnerte, als sie geboren wurde. Und dann habe ich gedacht, ja, von Anfang an, aber wenn du den Titel haben willst, dann kriegst du dieses Schreikind auch auf die Eingangswand, was ihn völlig entsetzt hat. Aber er hatte dann so etwa 9 Monate Zeit. Natürlich die großen Highlights des Blues, die musste ich auch präsentieren. Das ist klar. Aber ich habe mir von Anfang an immer bei ihm gewünscht, ich möchte auch Bilder sehen, die du noch nie gezeigt hast. Weil den Blues Bernd, den kennt man ja eigentlich, auch wenn man manche Sachen ja immer wieder gerne sieht. Zu den Dingen, die sein Leben geprägt haben, das ist die Musik. Also gibt es diese, ich nenne es mein Orchester, die Bilder der Musiker, die zusammengestellt sind. Was zu ihm gehört, das sind die Selbstbildnisse. Ein Künstler, der sich ja über weite Strecken immer wieder selbst gefragt hat. Was zu Bernd Baldus dazu gehört, das ist Bernds Tierleben, was Sie auch schon von einigen Ausstellungen her kennen. Neu dazu gekommen ein Bullenblues, ein wunderbares Bild. Daneben eben ein Frosch, aber was für einer. Ne? Sie werden das ja alle schon gesehen haben. Diese Dinge, das ist eigentlich so seine zweite große Spezialität, eben solche Redewendungen wortwörtlich zu nehmen und umzusetzen. Wie oft redet man von einem Stück Vieh? Und ich bin ein Stück Vieh, heißt eines dieser Tierbilder. Also auch das hat mich sehr beeindruckt. Dann eben auch Umformieren von großen Meisterwerken wie Botticellis Geburt der Venus oder Dürers Melancholia. Das sind eben die Highlights der Frauenabteilung, die auch eine große Rolle spielt in seinem Leben. Und dann eben die alltäglichen Bluesbilder, die Blues-Szenen des Alltags wie der Estrichträger oder der Blues des Straßenfegers oder aber eben wie gesagt, ich wollte auch was haben, was Sie alle noch nicht kennen oder fast nicht kennen. Und das hat mich dann doch fasziniert und sehr berührt, was da eben herausgekommen ist, nämlich die Blindzeichnung. Zwei Blindzeichnungen, wo Sie niemals auf den Gedanken kommen würden, dass der Künstler gar nicht mal seine Hand kontrolliert hat. Was mich auch fasziniert hat, sind seine Landschaftsaquarelle. Man kann dann manchmal so leicht sagen, ach ja, ich habe auch mal einen Volkshochschulkurs gemacht und ich habe Landschaften aquarelliert. Aber Licht und Schatten und Stimmung so einzufangen, ohne dass das irgendwo abgleitet in Kalendermotiv oder dass man sagt, das hat er gemacht aus Brotkunst, das finde ich ist schon eine ganz besondere Leistung. Und Künstler gefunden, die Kleinsassen zu ihrer Heimat gemacht haben
Und eines der Gesichter von Klein Sassen trägt den Namen von Bernd Baltus. Es hat keinen Sinn, wenn ein Landkreis oder eine Kommune eine Mobilie erstellen wie die, in der wir uns heute befinden. Das Geld dafür zu erstreiten ist nicht einfach. Aber die Immobilie allein reicht nicht aus, sie ist nur das Dach. Leben entsteht durch die Künstler. Und zu den Künstlern, die Klein Sassen immer die Treue gehalten haben, gehört Bernd Baldus. Und dafür bin nicht ich allein. Dafür sind wir alle Ihnen dankbar, denn Klein Sassen und Bernd Baldus gehören zusammen.